Sieht aus, als hätte sich hier etwas Schweres hin und her bewegt. Ein Militärmanöver? Sieht aus, als hätte sich hier... Die Hütte für Notaufenthalte stammt noch aus den 60ern. Gut möglich, dass sie dem letzten Erdbeben nicht standgehalten hat. In dem Transistorradio ist eine Batterie. Eine Batterie steckt noch in dem Taschenventilator. Das kleine Fach hat die Batterie geschützt. Was hier wohl unterwegs war?
Nur lauter Schrauben. Gehen wir noch mal drüber. Kollegen, das nenne ich mal ein ungewöhnliches Fundstück. Ach, unser Fundstück sieht aus wie eine Orgelpfeife oder ein Ventil. Vielleicht ist das eine raffinierte Lockpfeife für Riesenkram. Ich möchte sie auf jeden Fall dem Mädchen zeigen. Meinetwegen. Aber dann geht es in unsere Zentrale. Dort kümmern wir uns um dein Foto, untersuchen das Fundstück und informieren uns über Riesenkragen. Auf der Insel ist alles kaputt und man findet nur solchen Schrott? Aus deiner Kragenpfeife kommt nicht wirklich ein Ton. Wohin man sieht, Müll und Vandalismus. Am besten ihr vergesst das Teil und sucht lieber den verirrten Riesenkraken. Aber denkt dran, Peter, morgen ist unser Jahrestag. Justus, Peter und Bob können es kaum erwarten, Foto und Fundstück in ihrer Zentrale, dem alten Campingwagen, näher zu untersuchen. Doch kaum haben sie den Schrottplatz von Onkel Titus erreicht, liegt Ärger in der Luft. Justus! Justus! Ach, ist er noch immer unterwegs? Tante Mathilda klingt beunruhigt. Ich glaube, sie braucht Unterstützung. Klar, am Ende dürften wir Holz hacken, Möbel schleppen oder Büsten abstauben. Justus hat recht, Zweiter. Außerdem ist euch der Wagen aufgefallen, der die Einfahrt blockiert? Wir müssen auf andere Weise auf den Schrottplatz gelangen. Welcher Kunstbanause hat den Zaun plakatiert? Das dürfte Tante Mathilda gar nicht gefallen. Da macht sich jemand über mich lustig. Flugblätter? Und das an einem Zaun, der von Künstlern gestaltet wurde. Krake entlaufen. Peter Shaw bittet um schleimige Hinweise. Gesetzt den Fall, dass du Opfer eines Streiches geworden bist, bleibt die Frage, wie der oder die Verantwortliche an dein Krakenfoto gelangt ist. Statt geschwollen daherzureden, solltest du lieber helfen, die Zettel abzureißen. Wartet, hört ihr das? Ich bitte Sie, das war doch keine Absicht. Vielleicht hören wir bei der Einfahrt mehr. Mr. Cervantes, ich versichere Ihnen, dieses Missgeschick tut mir außerordentlich leid. Können wir das nicht gütlich regeln? Sehen Sie erstmal zu, dass meine Ware komplett ist. Dann werde ich mir überlegen, ob ich Sie so davon kommen lasse. Dümmer kann man die Einfahrt echt nicht blockieren. Da kommt kein Mensch vorbei. Dümmer kann man die Einfahrt echt nicht. Dümmer kann man die Einfahrt. So, jetzt ist mir wohler. Na los, hol ihn dir. Hallo? Sir?
Könnten Sie bitte den Alarm abstellen? Ja, wen haben wir denn da? Och, der Ärmste. Ich versuch mal, ihn hervorzulocken. Komm und hol dir das Bällchen. Tja, Peter, nun hol du mal das Bällchen. Das amtliche Kennzeichen des Wagens sollten wir dem Fahrzeughalter zukommen lassen. Schneidet euch nicht an den scharfen Kanten. Dümmer kann man die Einfahrt echt nicht blockieren. Da kommt kein Mensch vorbei. Dümmer kann man die Einfahrt echt... Drücke und drücke, aber das grüne Tor geht nicht auf. Etwas blockiert den Mechanismus auf der anderen Seite. Ich kann den Riegel hinterm Astloch ertasten. Ach, blöd nur, dass die Bretter sich nicht rühren. Es geht doch nichts über ein gutes Werkzeug. Jetzt sollten wir das rote Tor öffnen können. Na, ob uns der Wachhund vom roten Tor durchlässt? Kollegen, Tante Mathilda steht genau vorm kalten Tor. Und damit können wir nicht in die Zentrale, ohne dass sie uns sieht. Aber ich will wissen, was Tante Mathilda bedrückt. Bevor wir zu Onkel Titus gehen, sollten wir mit meiner Tante sprechen. Ach, Jungs, da seid ihr ja. Also, ihr müsst uns helfen. Titus hat einem Kunden 500 Flummis verkauft. Dann gab es einen kleinen Unfall mit dem Wagen und die Bälle sind durch die Gegend geschleudert worden. Der Kunde ist stinksauer. Ein Unfall? Geht es Onkel Titus gut? Ja, aber er ist in seiner Ehre gekränkt, weil ihm der Kunde Unfähigkeit unterstellt. Klar helfen wir, die Flummis zu finden, Mrs. Jonas.